Der Personalrat des Essener Uniklinikums wehrt sich gegen Leiharbeit im eigenen Haus. Immer mehr Mitarbeiter werden aus der Belegschaft des Klinikums in die sogenannte Personalservice GmbH ausgegliedert. Bisher sind vor allem das Reinigungspersonal und die Haus- und Labortechnik betroffen. Bei der PSG werden laut Personalrat 300 bis 400 Euro netto weniger gezahlt, als Angestellte der Uniklinik für vergleichbare Aufgaben bekommen. Dazu kommen noch die Sonderbedingungen für Leiharbeit, dass eben auch geringere Löhne gezahlt werden, wenn kein Arbeitseinsatz erfolgt. Und die Kollegen müssen als Beispiel zu nennen, für solche Tage, die hier betriebsfrei sind, wie Weihnachten und Silvester, aber auch Karneval, dann Urlaub nehmen. Das sind echte Aufreger. In einem Gespräch mit dem Personalrat bezeichnete NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann diese Praktiken heute als moralisch verwerflich. Er wolle sich für eine Gesetzesänderung einsetzen.